Entschuldigung. Ja, ich wollte einfach durch. Aber die wuseln hier so viel. Das ist echt nicht mehr schön. Der hat sie doch nicht alle. Doch, ich bin noch im Vollbesitz meiner Kräfte. So, muss ich jetzt lang hier durch. So, wo ist es hier? Piri Reis, ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis, hat Yusuf Tasim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie, er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nikolopoulos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polofaktorei, westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Also gut. 100% Zug. So, hier ist der Ausgang. Gut. Da ist wieder, oh, da ist wieder ein Kaufenschild. Mal gucken, was kostet das? Das Wahrzeichen für 42.350 kaufen. Nee, so viel Kohle habe ich leider nicht. Auch wenn es schön gewesen wäre. Warte mal, aber den hier, den kann ich noch mal kaufen da, oder? Ein Handwerksfritz. So, was kostet... Nein, jetzt... Jetzt habe ich da auch nie genug Geld. Kraut und Rüben. Nette Vorstellung, doch was soll das? Ich hab Spaß. Sind wir fertig mit dem Schutzgeld? Ich meine mit der Steuereintreibung im nördlichen Bezirk. Also, du gehst mir schon den ganzen Tag aus. Warst du nicht kürzlich bei einem Arzt? Hat er dich mit Blutegeln behandelt? Oh Mann, was die für Gespräche haben, das ist echt heftig. Na gut. Aber ich bin ja nicht hier, um zu plaudern. Ich bin hier, um zu arbeiten. So, grüßt im auffälligen Modus. Oh Mann, so schnell kann ich das nicht lesen. Buongiorno, merhaba, bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie, woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Das ist die Synchronsprecherin. Wie heißt die? Claudia Urbschat Menges, glaube ich, oder wie sie heißt. Ich glaube, das war sogar richtig. Die hat in Dragon Ball Z hat die Bulma synchronisiert, unter anderem. Die hat aber auch noch viele andere Sachen gesynkt.
So, was haben wir hier? Ein bekanntes Gesicht. Im alten Handelsposten der Polo-Brüder könnten Hinweise auf den Aufbewahrungsort der Masjav-Schlüssel versteckt sein. Untersuchen Sie das Gebiet, um seine Geheimnisse zu lüften. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. So, und jetzt? Gibt's nichts? Ja, hier könnte vielleicht was sein. Und da hinten? Ist auch nichts. Ui. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sofia. Ich komme bald zurück. Alte Flirtkiste. Er konnte es wieder nicht lassen. Naja, ob er so eine rothaarige. Tid ist dich hier. Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Okay. Cisterna Basilica. Die Geheimtür in Sophias Geschäft hat Ezio in eine unterirdische Zisterne voller Templer geführt. Untersuchen Sie die Zisterne, aber seien Sie vorsichtig. Volle Sync nicht entdeckt werden, das geht hundertprozentig in die Hose bei meinem Geschick. So. Okay, da ist nichts. Mit hochkommen. Ich lese das mal vor hier. Ich bin mal so frei. Cisterna Basilica. Diese Jerebatan Sarnici oder versunkene Palast genannte Zisterne ist die größte unterirdische Zisterne Konstantinopels. Ursprünglich wurde sie als Basilika genutzt, daher der Name. Doch im 6. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung wurde dieser riesige öffentliche Raum samt hunderter marmorner Säulen in einem Wasserreservoir für den byzantinischen Palast umgewandelt, der direkt östlich von der Zisterne liegt. Nach dem Fall des Lateinischen Kaiserreichs und der Wiederherstellung der Palaiologen-Dynastie wurde die Zisterne nicht mehr genutzt und fiel in Vergessenheit. Als die Stadt im Jahr 1453 von den Osmanen erobert wurde, war gemeinhin nichts mehr über dieses Bauwerk bekannt. Allerdings hielten sich Gerüchte über seine Existenz in den Köpfen der Fantasie und Hoffnungsvollen, angetrieben von den Berichten einiger Einwohner, die durch Löcher in ihren Kellern Fische angeln konnten. Doch erst unter der Herrschaft von Süleyman dem Prächtigen fand ein Diplomat auf Staatsbesuch den Eingang der Zisterne wieder und berichtete einem äußerst vergnügten und faszinierten Sultan von seiner Entdeckung. Na gut. Da ist wahrscheinlich zu, ne? Ja. Da ist der Deckel zu. Kommen hier wieder hoch. Ich würde gerne hier hoch. Es geht. So, und jetzt? Was kommt jetzt?
Kann ich da nicht weiter rüber hüpfen? Ah. Egal. Da ist was. Eine Kiste. Und hier noch mehr. Phosphor und anderes Geraffel. Aufschlaghülse, na gut. Ah, jetzt muss ich da oben rein. Okay, das geht so nie. Muss ich jetzt irgendwie was anderes machen. Okay, wie ging das nochmal? Mit diesem Hochjumpen dann zur Seite. So. Das kann ich sogar noch. So, weiter geht's. Oh je. Es stinkt hier unten. Wir finden die Schlüssel bald. Wo stehen die rum, da hinten? Noch eine Kiste. Lauter Kisten. Hagel. Salpeter. Und hier kann man Bomben basteln. Weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt will. Lieber leise, weil Bomben machen ja auch Krach. Gib Acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Okay, jetzt muss ich da vorne den Typ eliminieren. So. Vielleicht doch ein bisschen mit Bomben hantieren. Aber am besten wäre da Schlafbomben. Achso, ich habe das jetzt geplündert. Wie geil. Da war Zeug drin. Na gut, ich habe jetzt nur diese bösen Dinger. Aufschlaghülse, Verzögerungshülse. So, und hier, ich möchte. Tja. Ist anscheinend nichts. Ablenkungsbeutel. Wenn Sie Bomben modifizieren, werden sie demontiert und die Komponenten erscheinen wieder in ihrem Inventar. Ja. Ich möchte. Ich möchte einfach nur euch ins Bettchen schicken. So. Kann ich da echt nichts anderes machen? Na, dann lassen wir das mal so. Bisschen komisch, da muss ich mich mal ein bisschen einlesen. Mich da irgendwo noch verstecken? Okay, der eine kommt da rum. Er kommt da rum. Aber dass er mich nicht sieht. Und hier aus. Okay, jetzt muss ich echt ganz leise machen. Uiuiuiui. Warte mal, ich muss den von hinten einfach ab. Das sollte keiner sehen. Oder doch? Hoffen, dass er es nicht sieht. So, britisches Pulver. Hier noch ein bisschen Zeug. Aufschlaghülse. Gut. Das Auto. Ein seltsamer Umhang. Uiuiui. Den kenne ich doch.
Uiuiui. Bleib ruhig sitzen. Der da oben, was macht denn der dort? Wow, und ich komme da jetzt nicht her, ey. Da ist Alarm geschlagen. Ja, ich hoffe es mal nicht. So, ich möchte noch plündern. Ups. Nicht so gut. Na gut, dann haben wir jetzt hinter reingeschmissen. Glaubst du, wo der herkommt? So, kriege ich den? Oh, Scheiße. Welche Richtung? Kapitän? So. Habe ich schon den Schlüssel. Was? Tschüss. So ein Sack, ey. Da war ich doch ganz leise. Da ist da einfach nur rumgefallen. Ne, die Waffe will ich nicht. So, und die zwei liegen noch da. Die hoffentlich auch noch ein paar Pfennig dabei. Auch noch eine Kiste. Aufschlaghülse. Okay. Okay, da komme ich so nicht hin. Muss von der anderen Seite machen. Das ist leider wieder die volle Sünde fehlgeschlagen. Aber naja. Uiuiuiui. Tschüss. Das ging jetzt gerade noch mal so gut. Das hätte er vielleicht auch noch gefuchtelt. Noch eine Kiste. Noch mehr britisches Pulver. Noch eine Kiste. Aufschlaghülse. Checkt er das? Jetzt nicht. Oh, Scheiße. Ich sehe ihn. Los! Zap, zap, Zubbel. So. Weg. Der ist mir jetzt so lange nachgelaufen, weil er es doch gesehen hat. Blödel. Naja. Da ist noch einer. Kennst du diesen Mantel? Den Fluchtweg abschneiden! So. Schlag den nieder! Das eine ist doch die Synchronstimme vom Riker, vom Commander William Riker. Detlef Bierstedt. Das hört man auch alles raus. So, ihr fallt hier doch nicht. Na gut, ihr kriegt halt mal das große Messer. Hey. So, du kriegst auch gleich einen rein. Na komm. Ich kann den nicht grapschen, ich kann überhaupt nichts machen. Aber auch nochmal, gleich nochmal. Tschüss. So. Jetzt haben wir wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Rauchköderbombe. Nice.
ein bisschen Hagel. Ist aber kein Hagelzug, gell? So. Die kann ich jetzt auch noch ausrauben. Oh, mein Erfahrungslevel ist wieder böse hoch. Ups. Ja, weiß man da rein. So. Ich wollte nicht dieses Schwert. Ich wollte dich berauben. So, den habe ich schon beraubt. Dann pfeffern wir den halt auch da rein. So, wird gleich weggeputzt. So, ab dafür. Ja, ich bin manchmal noch ein bisschen zu laut. Ich bin es leid hier unten. Fürwahr. 8 Stunden in diesem Dreck. Ab ist Tefton. Boah, wie die fluchen. Ihr Großmeister hat seine Gründe. Ich wünschte nur, ich würde sie kennen. So, und da ist nochmal eine Bombenknolle. In der herrscht dann bald wieder bombige Stimmung. Das ist gut, was ich jetzt hier alles habe. Gut, Ende passt. Das passt. Wieder ein paar Kisten. So, und jetzt noch die goldene Mitte. Super. Und die nächste Knolle. Petros, sorg dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Und das war wieder Detlef Bierstedt. Okay, da komme ich nie rum. Jo. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ihn mir mal ein bisschen Rabatz zu machen. Oder kann ich auf den drauf hüpfen? Ich wäre gerne auf den drauf gehüpft. Oh, das ging gut. Wenn das nicht gerade die beste Methode war. Hat einer gesehen? So, ich muss den wegbringen. Ich leg den mal hier hin. Keiner. Verfluchter Mist! Was ist nur los in diesem Drecksloch? Boah, wer hat den Mörder gesehen? Wo kommt der jetzt her? Tschüss. Er ist auch schnell misstrauisch geworden. So, jetzt tun wir hier auf den Stapel halt noch einen drauf. Klack. Oh. Ups. Die sind zu weit geschmissen. Dann lieben ihn. Ei, ei, ei. Ezio, du sollst den nehmen und dich wieder fallen lassen.
So, Rodela. Jetzt haben wir gut gestapelt. Wo viele Wachen das sind, ey. Das ist echt immer feierlich. Okay, die können mich sehen. Natürlich ein Problem. So, komm ich da rum? Was glaubst du, wo er herkommt? Na komm. Hast du einer gesehen? Scheint nicht. Oh fuck. Tötet ihn! Da ist er! Auf ihn! Und slum. So, er ist auch weg. Gibt's keinen roten Alarm? So, dann hauen wir den auch gleich weg. So, Fadisa. Suchst du was? Da ist nix. So, er ist auch fort. Da auch was ausgegraben gehabt? Nee, der hat nichts gefunden. Gut, gehen wir wieder runter. Aber hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir die dann natürlich auch mit. Sehr schön. Irgendwo ist hier noch ein Hackemann. Tja, hätte ich wohl doch die Typen auslöschen müssen. Weil irgendwie kommen wir ja dann nicht anders da hoch, ne? Obwohl, vielleicht doch. Hier ist eine Knolle. Hier ist die Knolle. Da werde ich jetzt ganz leise sein. So, einmal rückwärts. So, nochmal eine Kiste mit Gravel. Da ist noch einer. So, der schläft auch. Okay, da drüben ist der Teufel. Aber erstmal da drüber hinkommen. Na gut, es geht. Oh. Ich verliere ihn. Ja, natürlich verlierst du den. Schneller! Er entkommt! Scheiße! Beeilung! Tschüss. Ah, ich will diese Waffe nicht. Den Typ. So. Jeden sollte das keiner sehen. Gut, guckt der jetzt wieder her, ne? Gut, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, jetzt noch den da.
Geburt. So geht's natürlich auch. Das war jetzt die nicht tödliche Methode. So. Der zuckt aber noch. Ey, bleib liegen. Oder muss ich nachhelfen? Wird jetzt gleich mal richtig gekitzelt. Ich glaube, der bleibt liegen. So. Jetzt kann ich hier hoch, ne? Achso, der kommt schon wieder her. Der Teufel. So, wie komme ich jetzt darüber? Hier. Alles, was ich möchte, ist doch einfach nur da hochklettern zu dürfen. Oder machen wir es. Ah! Ich verstehe. So, der sieht es nicht. Yes. Schlüssel zum Zisternentor erhalten. Exzellent. Gut, Erkundung wird fortgesetzt. So, und hier noch ein paar Zutaten. Das ist gut. Die Bomben füllen sich von alleine. Ich muss echt nichts machen. Finde ich gut.